Gerd gibt mir das Zeichen, das heißt, ich leg los. Hallo ihr Lieben, hier ist der Henning und ihr hört Camperman. Es ist wie immer Donnerstag und wir fahren mit euch in einen Nacktbereich. Und hier spricht der Gerd und wenn wir uns wieder angezogen haben, begleiten wir ein junges Paar nach Neuseeland. Und zwar fahren wir mit dem eigenen deutschen Camper rüber. Und all das und viel mehr jetzt hier bei Camperman. Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd. Ich finde das ja ein bisschen amüsant. Wenn du sagst, die fahren mit dem Camper rüber, dann muss ich immer an Jim Knopf und die Lokomotive Emma denken, die dann auch einmal übers Wasser gefahren ist. Die fahren dann aber mit dem Schiff, oder? Das erzähle ich dir gleich. Aber lass uns zuerst mal, was ich viel spannender finde, über den Nacktbadebereich reden, weil wir beide waren ja schon mal gemeinsam. Wir waren in Irland in einem Hot Tub mit, was war das, ein Cremant oder was haben wir? Das war ein Cremant, wurde uns gereicht. Ja, so, ja, ja, genau. Ja, dann wurde ich ganz ran. Das war so geil, ey. Irgendwie schon. Ja. Und irgendwie ist es auch schon geil, wenn man unterwegs ist, dann, wenn man, was weiß ich, auch im Winter auch, wenn es kalt ist draußen und du gehst dann irgendwie in so einen Wärmebereich und danach wälzt du dich im Schnee oder so und das dampft überall. Oh, ich liebe das. Wir sind ja in diesen modrigen See da gegangen, über diesen etwas rutschigen Steg und ja, das war Wim Hof auf Irisch. Ja, ja. Ich würde eher sagen für Arme, weil wir das so. Also nur kurz. Nur kurz. Ja, ja. Doppelt kurz. Ja. Nee, ich weiß nicht, wann warst du denn das letzte Mal so richtig saunieren? Das war mein letzten Zwischenstopp, bevor ich jetzt wieder nach Norddeutschland gezogen bin. Das gibt in der Nähe von Hamburg, ich mache jetzt mal ruhig Werbung, ist egal, weil ich gehe da echt gerne hin, in der Nähe von Hamburg bei Glinde, das war Bali, gibt es nicht nur in Hamburg, das ist so ein großer Saunenbereich, richtig tolle Anlage mit Riesengarten, mit Natursee, mit irgendwie, glaube ich, 15 Saunen und Dampfbädern und sowas und da habe ich mal einen Tag verbracht und ich habe es geliebt, also es war richtig geil. Ich finde das wirklich geil, den ganzen Tag da einfach mal rumzupimmeln, rumzuschillen, nur im Bademantel rumlaufen, auch im Bademantel ins Restaurant zu gehen und ja, und jeder läuft da halt so rum und das ist völlig egal, also ob du Männlein, Weiblein, groß, klein, dünn, dick bist oder so, es ist einfach nur, wir sind da alle dahin, weil wir uns einfach so wohlfühlen in unserer Haut in dem Moment. Das absolut. Total schön. Ja, also ich finde ja, es gibt ja auch keine schönere Jahreszeit, um Wellness zu machen, als den Herbst beziehungsweise dann auch den Winter. Und ich bin auf die Idee gekommen, weil ich jetzt gar nicht konkreten Vorschlag habe, sondern eher die Inspiration abzucampen an einem Ort, wo man eben auch Wellness machen kann. Das letzte Mal, als ich sowas gemacht habe, war ich an der See und wir sind da allerdings dann eher in eine Therme gegangen und nicht auf dem Campingplatz gewesen. Aber ich dachte dann so, der Weg ist mir eigentlich zu weit. Ich würde gerne mich richtig schön durchpusten lassen von so einem Sturm oder auch mit Regen oder was auch immer. Dann irgendwie ein heißes Getränk, dann rein in die Latschen und den Bademantel an und dann rein in die Wellnessburg und danach wieder wie ein Engel schlafen im Camper. Das ist für mich irgendwie so eine schöne Vorstellung, beziehungsweise ich habe das, wie gesagt, da an der See gehabt, nur mit etwas weiteren Wegen und eben auch keinem Campingplatz, der ein Wellness-Resort bietet. Aber da gibt es ja einige. Oh, einige. Ich hatte mal einen vorgestellt, fällt mir gerade ein. Wir waren noch mal, ich habe doch den einen Platz mit diesen Designhütten da in der Schweiz vorgestellt. Ja, schön. Wo du mit dem Tagesticket gleich nebenan auch noch in diesen Wellness-Bereich huschen kannst und sowas. Ja. Das, gerade im Winter. Das ist ich liebe das. Du hörst den Schnee, wenn du darüber gehst, na, keine Ahnung, stapfst du den Schnee hin, gehst in die Sauna und danach so, und das Schlafen danach ist, Bombe. Genau, machst schön die Standheizung an und dann gehst du rüber und dann schläfst du. Ich habe das gesehen, allerdings jetzt nur mit einer kleinen Sauna, das war in Arosa an diesem Campingplatz, wo du mit dem Ski dann unten auch ankommst und dann direkt von der Piste in so eine kleine Sauna marschieren kannst. Das war sehr cool, aber in der Regel ist es ja leider im Süden. Da haben die ja diese Wellness-Tempel sozusagen, wo du auch Blick auf die schneeverdeckten Berge und Riesenverglasung und all sowas. Also da
Die habe ich schon drauf da. Ja, aber wobei, guck mal, wir waren noch einmal Irland. Wir waren noch an dem einen Platz direkt am See, wo auch der eine so einen Schäferwagen zur Sauna hatte umgebaut oder sowas. Das heißt, also, hatten die nicht ja. da auch diesen Stimmt, das war A Kill Island, ne? Genau, ja. So, ja. Das heißt, also, sowas gibt es ja auch manchmal, so dass man, klar, es ist jetzt kein Wellnessbereich, aber immerhin so eine Möglichkeit, sich da mal aufzuwärmen. Genau. Das war nicht ganz geil. Ja, für die Surfer da oben, genau. Naja, aber vielleicht habt ihr ja auch Lust oder eine Idee, beziehungsweise auch die Sehnsucht nochmal abzucampen. Und bevor wir jetzt hier ins Detail gehen, ich habe euch 5 Campingplätze in Deutschland rausgesucht und ein bisschen darauf geachtet, dass sie auch eine Verbreitung haben, damit der Weg vielleicht nicht ganz so weit ist. Also und das sind auch alles Ganzjahresplätze. Also ja. Da könnt ihr auch, keine Ahnung, noch vor Weihnachten rein. Einige haben unglaublich mondäne Wellnessbereiche. Die anderen haben die Möglichkeit, dass man irgendwie zu siebt so eine Sauna für sich alleine buchen kann. Da stelle ich euch aber in die Story rein, da könnt ihr dann mal gucken, in der Shownote wird es die Links auch geben und vielleicht habt ihr ja jetzt auch Lust bekommen, euch in euren Camper zu setzen, die Family einzupacken oder auch nur die Liebste oder den Liebsten und dann einfach da ein schönes Wochenende zu haben. Ja, aber es gibt eine Alternative, du hattest doch mal dieses Zelt vorgestellt, was man auch mitnehmen ja, kann. Bast. Dann kann ja. man doch einfach das dabei, die hat man immer seinen Wellnessbereich dabei. Ich habe ja so ein bisschen die Befürchtung, dass das sind ja so 3 oder 4 Gründer aus Schweden gewesen, die dann auch das Modell aufgesetzt haben, ihr könnt die auch mieten, wenn ihr in Schweden seid. Ich kann mir vorstellen, dass es bei den Schweden vielleicht sogar auch funktioniert. Yeah. Ich finde die Idee einer mobilen Sauna auch cool. Wir hatten ja nur letzte Folge so eine mobile Feuerschale oder auf jeden Fall möglich, sie zu transportieren. Ich habe ein bisschen Sorge, dass die Jungs, dass denen die Puste oder die Kohle ausgeht. Und also ja, aber ja. Aber wenn ich an so mobile Zelte denke oder so, ja. die denn, also Zelte denke mit so einer mobilen Sauna sozusagen, denke ich an so die Rituale von den Native Indians, wo du dann irgendwie rauskommst und irgendwie so eine Reise machst, wo du dann irgendwie so deine innere deine Geister kennenlernst. Das sind doch Drogen im Spiel, oder? Möglicherweise, ja. aber zumindest, dass du dann auf einmal die Wahrheit siehst und sowas, ja. nachher kommst du ganz geläutert da raus, ich habe keine Ahnung. Ja, oder in so eine rauchige Schwitzhöhle, wo du dich reinknien musst. Ja. Wo ist das denn noch, um in Finnland oder so? Ach, was weiß ich. Ich bin jetzt auch nicht so ein Saunakulturexperte, aber die Vorstellung, diese mobile Bastsauna, die ja auch ein bisschen aussieht wie so ein großer Würfel, und das ganze Zeug kriegt man ja auch in den Camper rein. Mhm. Und dann irgendwie sich dann wirklich an einen einsamen Ort zu stellen, das Ding aufzubauen und keine Ahnung, vielleicht sogar auch mit Freunden Eis angeln zu gehen. Mit Freunden kann ich mir das super vorstellen. Und dann aufwärmen und dann im Auto sitzen und Karten oder was. Total super, kann ich mir das vorstellen. So, man baut sich dann irgendwie so seinen kleinen Wagenkreis, hat dann das Ding dabei und hat dann wirklich auch noch eine Sauna und dann... Ja. So eine Männerrunde, das kann ich mir gut vorstellen. Das kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Und dann angeln oder vielleicht auch mal wieder Schlittschuh laufen. Ja. Ja, cool. Ja, Winter kann kommen, ich höre das schon, also das ist schon ganz gut. Ja. Was machst du denn, wenn du jetzt irgendwie sagst, ich fahre jetzt nicht mit meinem Camper hier irgendwie Eis angeln oder sowas? Hättest du große Ziele, wo du gerne nochmal hinfahren würdest? Du meinst jetzt generell Fernweh? Generell, also Fernweh. Ich bin immer überrascht, wo ich schon war und was noch fehlt. Was mich schon noch mal reizt, ist so eine ausgedehnte Amerika-Tour. Mhm. Da ganz klar Kalifornien möchte ich sehen. Und eben auch Südamerika. Aber auch Australien reizt mich sehr. Mhm. Ich meine, Thailand war ich, Indien war ich noch nicht. Also es gibt schon noch eine ganze Menge, aber ich kann nicht sagen, dass ich jetzt gerade so ein absolutes Bedürfnis habe. Gut, du warst ja auch vor nicht allzu langer Zeit, ja auch gerade nochmal längere Zeit, irgendwie weit weg. Ich frage deshalb, weil irgendwie, es gibt ja viele Leute, die dann irgendwie so richtig große Reisen machen wollen, die dann sagen so, hey, ich muss, und das ist mein Lebenstraum, ich möchte mal ein Jahr oder noch länger. Ja, so wie ihr das gemacht habt. Genau, aber wir waren ja nur in Anführungsstrichen in Europa, bei uns die Dauer halt. Mhm. Aber so gerade diese weiten Reisen, da macht man sich ja manchmal auch so den Kopf, wie mache ich das, wie verwirkliche ich das? Fliege ich irgendwo hin und bleib da, suche ich mir eine Wohnung, was mache ich oder sowas, ne? Hatte nicht Christo Förster, jetzt zitieren wir ihn schon wieder, hallo Christo, wenn du zuhörst, Grüße, der hat doch auch irgendwie so einen wilden Plan, dass er einfach mal eine Zeit lang in ein anderes Land geht. Costa Rica. Ja, so war das, ne? Genau. Oder haben wir jetzt was verraten, Christo? Ja, Entschuldigung. Ja, jetzt musst du das machen, Christo. nee, aber hast du ein Ziel? Hast du ein Fernweh? Irgendwie? Kanada. Kanada, ja.
Kanada, ich würde gerne Kanada bereisen, und zwar auch dann irgendwie zu allen Jahreszeiten. Ich glaube, im Sommer ist es fantastisch, im Winter ist es fantastisch. Also das würde ich gerne mal machen, und zwar vom Süden bis Norden hoch. Also die großen Seen, ich würde gerne die Berge sehen, ich würde die Wälder sehen. Also das wäre schon ein großer Traum. Ja. Ja. Und noch länger, ne? Also jetzt, ich war schon einmal am Flughafen Calgary für 2 Stunden. Alter, das gilt, dann bist du halb Kanadier. Das gilt wohl nicht, aber die Mounties habe ich da zumindest gesehen. Hm. Nee, aber das würde ich schon gerne mal machen. Klingt gut. Ja. Aber ich habe mal mit Gary und Linda gesprochen. Die beiden haben einen ganz anderen Traum. Gary und Linda klingen jetzt aber schon sehr amerikanisch. Vielleicht sind es angenommene Namen, habe ich gar nicht gefragt. Ja. Vielleicht sind es aber auch zufälligerweise die richtigen Namen. Wer weiß. Die haben auf jeden Fall keinen Dialekt gehabt. Was ich ganz spannend finde, ist, dass die gesagt haben, so, wir wollen genau dieses große Ding machen. Und zwar richtig groß. Und die wollen nach Neuseeland. Und dann wollen sie noch nach Australien, dann wollen sie vielleicht noch in die USA. Und das ist ja alles ganz spannend, ne? Also das kann man ja erstmal machen, aber das machen die auch mit viel, viel Zeit. Also jetzt zum Beispiel in Neuseeland wollen sie für ein ganzes Jahr machen. Aber das machen sie nicht einfach so, sondern die haben es mit ihrem eigenen Camper gemacht. Also sie sind mit einem deutschen Camper nach Neuseeland gefahren, kann man sagen. Ja, ja, wie Tante Emma. Emma, die Lokomotive. Gefahren, also jetzt kommt, also verschifft, ne? Verschifft, so, ja. Verschifft. Und wie alt sind die zwei? Die sind Anfang 30. Abgefahren. Das heißt, sie haben irgendwie vorher gearbeitet und so. Weißt du was? Ja. Lass es dir. Ja, ja, ich habe ein längeres Gespräch geführt mit den beiden, und da erzählen die mal so nicht nur, warum sie es machen, sondern auch, wie sie es überhaupt gemacht haben und was sie noch so vorhaben. Spannend. Und ich habe wirklich eine Menge gelernt, und und ich hoffe, ihr auch. Viel Spaß. Interview der Woche. Hallo Linda, hallo Gary. Mensch, woher sehe ich euch gerade? Sieht aus wie eine Wohnung, in der ich euch da erwische. Wo seid ihr? Ja, wir sind in unserem Van, aktuell in Neuseeland, und ja, wir haben uns hier das ganz gemütlich gemacht und haben jetzt so eine kleine 8 Quadratmeter Wohnung, die wir dabei haben. Neuseeland, sag mal, ihr habt das da irgendwie euch das Ding da zurechtgebaut, also das habt ihr sicherlich ja nicht in Neuseeland gemacht, also was ist das für ein Wagen und wie viel Zeit habt ihr investiert, um den zu eurem zu machen? Ich glaube, dafür hätte das Jahr, was wir hier sind, nicht gereicht. Wir haben einen Citroën Jumper von 2017, ein L4 H3, also ziemlich das Größte, was man so vom Citroën haben kann. Und das ist die Basis, das heißt, mit den 8 Quadratmetern, das stimmt schon. Und da haben wir uns ein ganz gemütliches Zuhause zusammengeschustert. Und wie lange habt ihr dafür gebraucht? Das hat, glaube ich, schon fast 3 Jahre hat es gedauert. Es war nicht so, dass wir konstant dran arbeiten konnten. Wir haben neben unseren Vollzeitjobs daran gearbeitet. Aber es waren schon so 2,5 Jahre mit immer wieder kleinen Unterbrechungen. 2,5 Jahre ist ja manchmal irgendwie auch dem geschuldet, weil man ja nicht aus der Baubranche kommt oder weil man irgendwie sowieso mit allen Werkzeugen immer gleich auskommt, sich bei YouTube erstmal irgendwas angucken muss oder sowas. War das bei euch auch so, oder habt ihr so ein Naturtalent und sagt, nee, läuft alles immer glatt? Nee, Naturtalent haben wir nicht. Wir haben uns ganz am Anfang das im Kopf gesetzt. Es war so ein bisschen eine Corona-Idee auch, dass ich gesagt habe, hey, ich würde gerne nochmal nach Neuseeland mit dem Visum, mit dem Working Holiday Visum, was wir jetzt hier haben, damit wir ein Jahr hier reisen können und auch arbeiten können. Und Linda kam dann mit der Idee um die Ecke, wollen wir das nicht irgendwie mit einem eigenen Camper machen? Ich so, ich habe in meinem Leben noch kein Auto besessen. Ich bin absolut eigentlich kein Autofreak. Und Tränke aufbauen von Ikea war auch schon eine große Herausforderung, oder? Genau. Und aber dann haben wir uns das irgendwie ein bisschen zurechtgesponnen in Corona und haben dann auch relativ schnell ein Auto gefunden. Ja, und konnten das dann Gott sei Dank bei Lindas Eltern in Thüringen in der Scheune auf dem Bauernhof ausbauen und hatten da auch alle Werkzeuge. Mhm. Und ja, wir haben eigentlich so angefangen, dass wir gesagt haben, wir gucken Tutorials im Internet. Instagram hat viel geholfen, da einfach zu gucken, wie bauen Leute ihren Van aus, wie ist das Layout auch, und haben uns da immer wieder Tipps geholt. Ja, und dann ist nach und nach irgendwie auch das Wissen angewachsen, und wir standen immer wieder vor Herausforderungen, immer wieder Sachen, wo wir gesagt haben, es geht irgendwie nicht weiter, wir wissen keine Lösung. Aber irgendwie haben wir immer die Kurve gekriegt und haben dann immer so an unserem Traum irgendwie auch festgehalten, gesagt haben, okay, wir wollen nach Neuseeland mit dem Camper, und deswegen müssen wir das jetzt durchziehen. Das ganze Neuseeland und so, ich könnte jetzt stundenlang mit euch über Neuseeland reden, über diese Landschaften, über Norden, Süden, über Ungeziefer im falschen Stränden, über keine Ahnung. Ich könnte über 1000 Dinge mit euch reden. Aber was ich viel spannender finde, ist tatsächlich die Frage,
wie kommt man auf die bekloppte Idee, sich einen Wagen in Deutschland auszubauen und dann irgendwie den bringen, nehmen wir mit. Weil eigentlich das Geld, was sie investiert hat und die Zeit, die sie investiert hat, hätte sie ja vielleicht anders nutzen können und da dann vielleicht was kaufen können oder sowas. Wieso mit dem eigenen Wagen? Absolut, ich glaube, das trifft sehr auf den Punkt. Wir hatten tatsächlich, als die Idee so ein bisschen aufkam, mal geschaut. Man muss natürlich fairerweise sagen, das war während Corona, daher war das Angebot natürlich da auch begrenzter, als es vielleicht jetzt gewesen wäre. Aber wir haben geschaut, okay, was gibt es so auf dem Markt, so Toyota Hi-Ace, wo man nicht stehen kann, die doch relativ klein sind. Und wir haben gesagt, okay, wenn wir das machen, ich weiß nicht, ob wir dann zusammen wiederkommen, wenn man nur in so eine Matratze reinpasst. Und wenn man dann schon sich die großen Wohnmobile angeschaut hat, dann ging das schon schnell mal irgendwie in die 100 bis 200.000 Dollar, also umgerechnet etwa die Hälfte an Euro. Und das war schon so, da haben wir gesagt, puh, das ist ein ganz schöner Preis. Dann die Corona-Pandemie, dass man gesagt hat, ach, jetzt so ein Projekt, das wäre ja auch ganz nett. Und dann war die Idee geboren und dann gab es irgendwie auch kein Zurück mehr. Okay, aber ich kann mir vorstellen, das ist nicht so einfach. Gut, der Wagenausbau ist das eine, Wagen finden und dann irgendwie das machen oder sowas. Aber ich glaube, drumherum ist ja auch eine ganze Menge zu organisieren. Ich habe mal gelesen, so wenn man Wagen in die USA verschiffen will, dann muss man ja nicht nur einfach ein Ticket kaufen und reinschiffen, sondern da geht es dann auch noch mit so einer Besitzurkunde, mit irgend so einem Quatsch, damit man weiß, man will die da nicht verkaufen. Also ein Blödsinn. Also es gibt ja auch so organisatorisch eine ganze Menge zu machen. Ist es in Neuseeland einfach? Also das heißt, also wenn ich jetzt sage, ich möchte so einen Wagen nach Neuseeland, fahre ich denn zum Hafen, fahre rein und so hier ist das Ticket und los geht's, wie eine Fähre, was weiß ich, von hier nach Schweden. Wie läuft das? So hätten wir uns das vorgestellt, aber Gary, wie war es denn wirklich? ja, ich dachte auch, es geht einfacher, dass man das irgendwie bucht und dann hat man den Platz und kann irgendwie aufs Schiff. Ich habe letztes Jahr im August damit angefangen, mich damit zu beschäftigen, damit wir dieses Jahr im März das verschiffen können. Und das erste Problem war erstmal, dass es ganz viele Reedereien oder Dienstleister gibt, die gar nicht mit normal Privatleuten zusammenarbeiten, sondern nur reines B2B-Geschäft. Und ein anderes Problem war, dass halt die Fahrpläne für die Schiffe immer erst 2 Monate im Voraus da sind. Heißt, ich war viel zu früh und deswegen ging das gar nicht. Hinzu kam dann noch, dass eben die Situation auf den Weltmeeren extrem schlecht ist aktuell mit den ganzen Kriegen und ja, da große Unsicherheit herrscht. Okay, bieten wir das überhaupt an? Fährt das überhaupt nach Neuseeland oder nach Australien, das Schiff und so? Und ja, letztendlich war es so, dass wir am Ende zwischen 2 Dienstleistern entscheiden konnten. Und du hast vergessen, dass wir im August tatsächlich erstmal da standen und dachten, okay, haben wir einen Plan B? Ja. Weil es sah tatsächlich erstmal im August so aus, okay, im Moment rasseln eine Absage nach der nächsten rein und was machen wir jetzt? Und dann tatsächlich überlegt haben, ist Neuseeland noch das, was wir hinkriegen oder brauchen wir irgendwie einen Plan B? Hm. Genau, ja, und den hatten wir nicht. Und den wollten wir eigentlich auch nicht. Ja, das heißt einfach so, ja, Augen zu und durch, ne? So ein bisschen. Genau, genau. Also das haben wir uns in den Kopf gesetzt und das setzen wir uns auch um. Und man muss auch dazu sagen, dass die Preise sich in der Zwischenzeit mindestens verdoppelt, wenn nicht sogar verdreifacht haben für die Verschiffung. Ja, aus den wirklich bekannten Gründen, Kriege, dann eben, dass da im Suezkanal das Schiff stecken geblieben ist und so, das hat alles noch Nachwirkungen, das glaubt man gar nicht. Okay, aber Corona kommt noch auf den Top. Ich muss mal ganz kurz unterbrechen. Das heißt also, jetzt habt ihr also tatsächlich in irgendeiner Form einen viel zu teuren Preis bezahlt, also mehr als ihr gedacht habt, und ihr wisst jetzt irgendwie spät buchen. Jetzt stelle ich mir vor, ihr habt 2 Reedereien, ihr entscheidet euch für eine. Entscheidet ihr nach der Route oder nach dem Preis oder nach der Dauer? Wie entscheidet ihr dann irgendwie, welchen ihr dann von den beiden habt? Oder ist es eigentlich egal, weil eigentlich beides ähnlich ist? Darauf hatten wir tatsächlich gar keinen Einfluss. Also unsere Route wurde auch tatsächlich noch kurzfristig nochmal geändert. Das macht tatsächlich, also man redet selber ja gar nicht mit der Reederei selbst, sondern mit einer Agentur, die das für einen organisiert, also eine Art Logistikunternehmen. Und wir hatten anfangs sogar noch 3 im Rennen und hatten uns dann erstmal für einen entschieden, wo wir das Gefühl hatten, dass er preislich am geringsten ist und mit dem irgendwie die Kommunikation am besten passt. Hat sich herausgestellt, nee, war doch nicht so. Dann sind wir nochmal umgeschwungen auf jemanden, der in Deutschland sitzt und wo der Preis dann tatsächlich, glaube ich, der geringste war und wo die Kommunikation auch ganz gut lief. Also das war uns dann auch wichtig, dass wir da auf einem Nenner sind, gut mit denen sprechen können, dass da dann auch nicht irgendwie was schief geht oder wir dann gar nicht mehr wissen, wo das Auto unterwegs ist.
wenn ihr jetzt irgendwie dann sagt, ihr habt euch entschieden, damit ist die Arbeit ja noch nicht erledigt, ne? Also das heißt, da kommen ja noch bestimmte Dokumente, die ihr, glaube ich, besorgen müsst oder sowas und auch, wie kommt ihr selber rüber? Fahrt ihr mit? Wahrscheinlich nicht, sondern fliegt ihr dann hin? Wie rechtzeitig ist man denn da? Ich habe das gefragt deshalb so, weil bei bestimmten Verschiffungen in den USA oder nach Kanada ist es so, dass du nicht mit auf dem Schiff bist, sondern irgendwie dann das timen musst, dass du rechtzeitig dann bei Halifax oder wo auch immer landest, um den entgegenzunehmen. Das heißt, wie sind die nächsten Schritte? Also das heißt, also ihr habt denn das gebucht, habt ihr? Und was dann? Fun Fact, wir haben unseren Flug vorher gebucht, weil wir tatsächlich, dass es klappt mit der Verschiffung, war nicht mal eine Woche vorher klar. Also da saßen wir ziemlich auf heißen Kohlen. Es war von Anfang an klar, dass wir nicht mit aufs Schiff kommen, weil es viel zu lang ist. Mhm. Das Schiff also hat am Ende 5-6 Wochen gebraucht. Es war ein Containerschiff, also da ist Privatpersonen eh nicht mit, also sind nicht erlaubt. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, das heißt, ihr habt vorher schon gebucht den Flug. Das heißt, ihr seid dann, habt da gewartet oder war das ein gutes Timing, was ihr hattet oder wie war das dann? Wir haben eigentlich gesagt, wir wollen den Ende März verschiffen, den Camper, und kommen dann im Prinzip Mitte April in Auckland an, also Neuseeland. Und wir hatten gehofft, okay, der geht dann eigentlich direkt aufs Schiff, der Camper, und fährt direkt Ende März los. Und dann sind wir so, ja, vielleicht 2-3 Wochen ohne Camper. Okay. Was dann aber blöd war, der stand erst nochmal 2 Wochen im Hafen und ist erst Anfang April losgefahren. Okay. Und letztendlich mussten wir dann 6 Wochen warten auf den Camper. Haben dann halt in der Zwischenzeit in Airbnbs gewohnt. Ich glaube, es gibt schlimmere Plätze, genau, wo man warten muss, ne? Aber trotzdem ist es natürlich dann erstmal nicht mobil zu sein und nicht mehr mit den eigenen Sachen, die man im Wagen schon, ich warte auf, was weiß ich, meine neue Unterbüchse oder so. Das ist irgendwie, das ist natürlich ein bisschen blöd. Verstehe ich. Jetzt ganz kurz nochmal, bevor wir jetzt über die Dokumente kommen oder sowas. Was hat es gekostet, die Fährfahrt? Das heißt also, ihr sagt, hast gesagt, so, das war jetzt der günstigste. Was heißt denn das überhaupt? Also all in all mit der Reederei oder der Dienstleister, den wir hatten in Deutschland, mit den ganzen Dokumenten, dann noch mit der Agentur, die wir hier in Neuseeland engagiert haben sozusagen, hat alles knapp 12.000 Euro gekostet. Okay, und das heißt, das ist nur ein One-Way-Ticket oder wäre das auch schon das Ticket für zurück, wenn ihr von dort zurückfahren wollen würdet? Das ist nur das One-Way-Ticket. Alright. So, das ist natürlich eine Hausnummer, 12.000 Euro. Habt ihr das schon vorher geahnt oder wart ihr da ein bisschen überrascht von dem hohen Preis? Also als wir uns am Anfang dafür entschieden hatten, lagen die Preise bei roundabout 3.500, 4.000 Euro. Also ich glaube, wir hatten immer so gerechnet mit eher 5.000. Als wir dann die Anfragen im August gemacht hatten, lagen wir dann so bei 8.000 und dann, bis es also der finale Preis war, hat sich dann nochmal ein bisschen erhöht, aber da waren wir dann, glaube ich, schon zu tief drin, um zu sagen, nee, jetzt machen wir es nicht mehr. Das war die Frage. Also hattet ihr dann irgendwie gesagt, so, nee, also wir müssen uns was anderes überlegen. Also wart ihr mal ganz kurz davor zu sagen, so, das lohnt sich nicht, ist blöd oder wir machen wir planen den Trip nochmal um. Gab es da so einen Moment? Ich glaube, die Momente gab es auf jeden Fall ein paar Mal, wo wir dann gesagt haben, was machen wir jetzt, wenn es wirklich gar nicht klappt, also wenn es einfach nicht sein soll. Dann schon gesagt, ja komm, dann verschiffen wir einfach auf die Kanaren und wir sind dann auf dem Kanal oder was auch immer, Hauptsache irgendwie mit dem Ding irgendwo hin. Ja, oder USA war tatsächlich auch eine Überlegung, weil auch am Hafen wurde uns auch da mehrmals erzählt, USA ist tatsächlich relativ easy im Verhältnis. Das machen mittlerweile relativ viele Privatpersonen, es ist auch überschaubar vom Preis. Du stellst dein Auto auf ein Roro-Schiff und los geht's. Also Roll-on, Roll-off. Ja. Aber Neuseeland ist schon eine Nummer, die macht gefühlt keiner. Das heißt, ihr werdet jetzt vor Ort wahrscheinlich relativ wenig deutsche Fahrzeuge treffen, oder? Also das heißt, die dann irgendwie in Deutschland angemeldet sind und die dann campen auf dem Campingplatz oder wo. Ich glaube, ihr seid da so ein bisschen Exoten, kann das sein? Auf jeden Fall. Also wir haben bisher noch keins getroffen und auch als wir hier beim AA waren, also sozusagen der neuseeländische ADAC, brauchten wir doch den einen oder anderen Mitarbeiter, um überhaupt dieses ganze Konstrukt einmal aufzuschlüsseln, weil diesen Fall viele noch nicht auf ihrem Tisch hatten vorher.
Da sprichst du was an. Diese ganze Organisation vor Ort ist ja dann ja auch noch nicht abgeschlossen. Das heißt also, ihr habt dann irgendwie euer in Deutschland angemeldetes Fahrzeug, deutscher TÜV, deutsche Papiere, deutsch, und wahrscheinlich gibt es noch irgendwie eine internationale Übersetzung mit oder sowas, aber dann steht ihr da. Also wie lange dauert das, bis ihr dann mit dem deutschen Fahrzeug da fahren dürft? Also habt ihr irgendwie so eine Nettozeit oder sowas? Das war relativ easy, ne? Also das hätte ich mir viel komplizierter vorgestellt. Am Ende war es 1,5 Stunden oder so. Genau, wir waren eigentlich nur, nachdem wir am Hafen waren, haben wir den im Prinzip zu einer Werkstatt gefahren von diesem neuseeländischen ADAC. Und dann haben die einmal da drüber geguckt und haben im Prinzip, man muss das hier so registrieren, das Fahrzeug, also wie so ein TÜV auch. Eine eigene Zulassung, ja. Zulassung, ja, für ein Jahr. Das heißt, ihr habt jetzt ein neuseeländisches Nummernschild, habt ihr jetzt auch sozusagen, oder wie ist das? Nee. Also wir haben eine Registrierungsnummer, aber wir haben trotzdem das deutsche Nummernschild. Ah, geil. Also das Schlüsselwort ist eigentlich Carnet de Passage, das ist dieses Zolldokument, was man hat. Und damit wird vieles erleichtert, also diese ganze Einfuhr, die Registrierung etc. Das heißt, wir haben das wirklich nur abgegeben mit dem Carnet zusammen. 1,5 Stunden hat er einmal einen TÜV gemacht, damit wir hier auf der Straße fahren dürfen, die Registrierung gemacht und fertig war. Hm. Also das war tatsächlich relativ easy. Sind nochmal kurz in das Center gegangen, haben nochmal eine Kfz-Versicherung abgeschlossen, die spannenderweise hier gar nicht notwendig ist. Hm. Also man braucht hier keine Kfz-Versicherung, das ist anders als in Deutschland, aber bei einem Auto, was nicht direkt auseinanderfällt, wird auch empfohlen, dann eine zu machen und dann haben wir das auch getan. So, die Versicherung, die ihr jetzt also nicht nötig habt, also dann würde die deutsche Kfz-Versicherung weiter gelten oder wie wäre das dann? Also dann werdet ihr einfach nur nicht versichert. Das heißt, dann habt ihr, okay, verstanden. Ja. Okay, jetzt habt ihr also den Wagen da. Ihr habt 12.000 Euro bezahlt für ein One-Way-Ticket. Ihr habt die ganzen Dokumente in der Tasche. Das heißt, jetzt ist es so, als ob ihr ein neuseeländisches Fahrzeug hättet. Das heißt, also gibt es da Schwierigkeiten mit dem deutschen Modell? Also klar, falsche Seite, falsches Lenkrad oder sowas, das ist klar. Aber gibt es denn sonst irgendwelche Sachen, die dann komplizierter sind mit dem deutschen Auto? Ja, wir hatten direkt ein Problem, als wir es abgeholt hatten, das Auto, sind wir am nächsten Tag dann waren wir das erste Mal auf einem Roadtrip, sind losgefahren zu dem Ziel, wo wir hin wollten und merken so nach 2-3 Stunden auf der Autobahn, alles blinkt, irgendwas fällt aus, also wir hatten bis dahin gar keine Probleme mit dem Auto. Dann bin ich an die Seite gefahren und dann haben wir erstmal den neuseeländischen ADAC gerufen, die kam dann auch noch. Es war halt schon ein bisschen unglücklich, dass es freitags mittags war, also eigentlich alles schon am Wochenende. Und der kam dann aber Gott sei Dank noch und der hat dann gesagt, ja Leute, wenn ihr noch weitermacht, dann zieht ihr komplett eure Batterie leer und ich nehme euch jetzt mal mit in die nächste Werkstatt. Die macht zwar gleich zu, aber dann bringen wir euch jetzt mal hin. Und dann hatten die schon fast zu, wir haben das Auto da nur abgestellt und dann kam am Montag da drauf, kam dann raus, unsere Lichtmaschine ist kaputt. Ach, fuck. Und der hat so eine Lichtmaschine noch nie gesehen, der Werkstattleiter. Ja, man muss sagen, Citroën Jump oder Citroën an sich ist hier kein gängiges Modell. Also das ist ein Tipp, den man auch an alle, glaube ich, geben würden, wenn sie einen längeren Aufenthalt im Ausland planen. Achtet darauf, was für ein Fahrzeug ihr auswählt. Also wenn man diesen Plan natürlich vorher hat, achtet darauf, was für ein Fahrzeug auswählt. Weil zum Beispiel ein Fiat oder ein Mercedes wäre hier gar kein Problem gewesen. Aber Citroën haben sie hier einfach gar nicht. Also das Modell gibt es hier auch das gar nicht. Das ist ein guter Tipp, den du da gibst, weil da rechnet man ja auch nur überhaupt nicht mit. Ne? Also dass man, klar, jetzt, wo du es sagst, würde ich auch nachgucken, aber so im Vorwege denkst du, das ist doch klassisch, das ist doch normal, das ist so eine Weltmarke, so keine Ahnung. Oh ja, ist spannend, spannend. Wir hatten am Ende wirklich Glück, weil der Werkstattleiter war super engagiert und hat sich dann die Teile zusammengesucht, teils aus Australien, irgendwie aus Melbourne, von der Südinsel, hat dann in einer anderen Werkstatt das zusammenbauen lassen und dann irgendwie den halben Motor ausgebaut, weil die Lichtmaschine so blöd platziert ist und dann wieder alles eingebaut. Also das war echt unser Held in den ersten Tagen und das direkt am Start, das war schon echt ein Downer. Also es hat alles gut gegangen. Ich höre jetzt raus, also ihr seid irgendwie später gestartet, als ihr wolltet. Ihr habt irgendwie gleich mit dem Wagen gleich am Anfang Schwierigkeiten gehabt. Lichtmaschine im Arsch und irgendwie gleich nochmal warten. Und irgendwie dann geht's aber irgendwann mal los. Jetzt seid ihr schon ein paar Monate unterwegs auf der Insel mit dem Wagen. Irgendwie sagt ihr so, war das jetzt... Kann man schon mal ein Resümee ziehen? War das eine gute Idee, mit dem eigenen Wagen zu fahren? Oder sagt ihr jetzt, hätten wir vielleicht doch anders machen sollen?
Also ich muss sagen, du kannst ja deine Meinung gleich auch nochmal sagen, aber für mich war es absolut die richtige Entscheidung. Ich merke das jetzt, wir sind noch, wir haben Leute hier auch kennengelernt, die hier den anderen Weg gegangen sind, sich einen Camper hier gekauft haben und man sieht schon, es ist irgendwie was anderes. Wir haben unsere ganzen Sachen hier, wir konnten alles mitnehmen, wir wissen dadurch, dass wir das Auto auch selber ausgebaut haben, wie alles funktioniert. Zwischendrin hat irgendwie das eine Solarpanel oder der Solarladeregler hat irgendwie gesponnen und dann konnten wir halt selber Hand anlegen und weil wir alles, dieses Auto einfach bis ins Detail irgendwie kennen. Und es ist irgendwie so der Rückzugsort. Ich habe gerade mit Freunden darüber gesprochen, dass ich tatsächlich auch wenig Heimweh irgendwie habe, weil man irgendwie dieses vertraute Zuhause irgendwie immer dabei hat. Das ist so der Rückzugsort. Und ich glaube, dass dieses Gefühl bei einem gekauften Camper oder einem gemieteten Camper nicht in der Form aufkommen würde. Also ich bin echt froh, dass wir es so gemacht haben, auch wenn es natürlich eine starke finanzielle Belastung erstmal ist. Und du, Gary? Kann ich nur zustimmen. Fühle mich auch total wohl. Es war einfach wie nach Hause kommen, auch als man diesen Camper wieder gesehen hat nach dem Hafen und man damit fahren konnte. Ist auch so, dass wir einfach unseren gesamten Kleiderschrank hier drin haben und so. Und das wäre einfach nicht gegangen, wenn wir halt mit dem Koffer oder so gekommen wären. Dann halt nur aus diesem Koffer eigentlich gelebt hätten mit den Klamotten. Ja, wir haben einfach viel Stauraum, was andere nicht haben. Und es ist auch irgendwie immer schön, so ein Wiedererkennungsmerkmal zu haben. Also werden auch immer so oft angesprochen darauf. Und dann sind wir auch stolz, einfach auch darüber zu erzählen. Ja, nee, macht einfach irgendwie Spaß, mit dem Teil hier rumzufahren. Und nee, ich wollte es auch nicht missen. Bin froh, dass wir keinen kleinen haben, sondern dass es halt einfach ein großes geräumiges Auto ist. Naja, ihr habt mir im Vorgespräch ja auch erzählt, die Reise ist ja in Neuseeland nicht abgeschlossen. Das heißt, dieses One-Way-Ticket hat ja auch einen Grund wahrscheinlich, weil ihr dann sagt, so, wir wollen noch weiter. Lass mich mal kurz mal gucken, ob ich mich richtig erinnere. Australien, USA kommen auch noch und dann irgendwann mal zurück. Das heißt also, das mit großen Schrankkoffern zu machen, ist dann ja auch irgendwie noch anstrengender, möglicherweise. Also, das heißt, also, wie lange bleibt ihr jetzt noch in Neuseeland? Wann geht es weiter rüber zum anderen Teil da, nach Australien? Und wann geht es dann rüber über den Pazifik rüber in die USA? Neuseeland sind wir noch ein halbes Jahr. Das wäre dann unser ganzes Visum, was wir aufgebraucht haben. Das geht immer ein Jahr. Und dann würde es im April nach Australien gehen. Und da haben wir auch so ein Jahr eingeplant. Da müssen wir gucken, weil da kriegen wir nicht mehr dasselbe Visum. Linda kriegt nochmal so ein Jahresvisum, wie sie es jetzt auch bekommen hat für Neuseeland. Ich muss mit dem Touristenvisum gucken, wie ich das hinbekomme. Mal kurz das Eventuell auch Land mal verlassen, wieder ausreisen reinkommen muss. wahrscheinlich, dann irgendwas in der Richtung, ne? Genau. Genau. Und das wäre auch noch mal ein Jahr. Und USA, Kanada ist noch so ein bisschen weiter weg. Da haben wir noch gar nicht genauer drüber nachgedacht, weil ich glaube, da kann man sich auch länger als ein Jahr aufhalten. Ja. Da kann man mehrere Jahre theoretisch bleiben. Das ist auch so ein bisschen noch, ist noch ein bisschen weit in der Zukunft, dass wir halt sagen, okay, wir gucken jetzt erstmal, wie es läuft. Wir machen jetzt erstmal das, was wir jetzt noch hier vorhaben in Neuseeland. Wir verschiffen dann zwar ja in einer Woche sogar auf die Südinsel, sind jetzt hier fertig mit der Nordinsel, dann geht's auf die Südinsel, ist 3,5 Stunden Fahrt und genau und dann gucken wir erstmal, genießen da erstmal die Zeit und dann halt im April nach Australien. Also das sind Sachen, die schon feststehen, alles andere gucken wir dann. Also was ich geil finde, ist, dass ihr erstmal über diese Reise gemacht habt, so mit dem auch Geld zurücklegen, dass ihr dann irgendwie so den Start irgendwie euch finanzieren könnt. Aber dieser ganze Zeitraum klingt lang. 2 Jahre, das ist natürlich auch dann braucht das Budget, dann braucht man entweder ein großes Budget, eine reiche Familie oder man muss arbeiten. Ich schätze, bei euch wird es auch irgendwann mal Letzteres sein. Wie habt ihr da irgendwas vor, so wie ihr im Ausland irgendwie dann später euren Alltag bestreiten wollt? Also unser Ziel ist auf jeden Fall, remote zu arbeiten. Wir sind jetzt gerade dabei, dass wir unsere Reise auf Instagram begleiten, wollen das auch ein bisschen ausbauen und legen so ein bisschen den Fokus darauf, insgesamt Content Creation zu machen, dass wir auch Videoproduktion für Marken machen etc. Also das, was man gut auch von unterwegs machen kann, digital arbeiten. Das ist Plan A. Wenn Plan A nicht klappt, dann haben wir immer noch das Holiday oder Work and Holiday Visum und können hier auch auf einer Kiwi-Farm arbeiten. Also das ist immer noch eine Option. Super. Aber wir versuchen erstmal den langfristigen Weg und wenn das nicht funktioniert, dann gibt es auf jeden Fall noch Backup. Aber das ist ein guter Plan natürlich auch mit dem Work and Holiday dann, dass man irgendwie sagt, man muss sich da dann keine Gedanken vor Ort machen, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, was weiß ich, in einer Bar, auf einer Farm oder sowas zu arbeiten, dann geht das mal eine Weile. Gut, man wird nicht reich, aber man kann dann irgendwie wahrscheinlich sein Essen und Trinken damit gut bezahlen. Das ist ja eine super, auch vielleicht auch ein Tipp, ne? Genau. Sodass man irgendwie sich das richtige Visum dann auch noch holt, wenn man so eine Reise macht.
Genau, man muss bei dem Visum vielleicht noch sagen, das geht nicht bis ins hohe Alter. Das kann man nur sich holen von 18 bis Ach, 31. verdammt, ich kann es vergessen. Genau. Kanada ist noch ein bisschen länger. Genau, Kanada ist bis 35. Ah, schaffe ich auch nicht mehr. Und dann bekommt man das halt nur einmal im Leben. Ja. Also das kann man zwar einmal verlängern, da Das muss hast, man Gary, das hast du aber. geschickt eingefädelt, muss ich sagen, dass du das schon hinter dir hast und dass du dann möglicherweise nicht arbeiten musst. Das hast du ja gut gemacht, muss ich sagen. Also Chapeau. Ja, nee, das war jetzt bei uns die Sache, dass wir jetzt tatsächlich auch dieses Jahr fliegen mussten, weil ich bin jetzt 32 geworden im Mai und dann wäre es abgelaufen. Also hätte ich nicht mehr einreisen können. Deswegen, das war jetzt eine ganz knappe Kiste und alles so perfekt zeitlich geplant. Genau, und ja, aber es für alle jungen Menschen, die weit weg wollen, ist eine super Sache. Ich hatte das vor 12 Jahren in Australien auch schon und hatte dann diverse Jobs auf Farms, in Bars, im Hotel und sowas. Und ich kann das jedem nur empfehlen, weil es gibt einem so viel Freiheit. Das ist jetzt auch schon wieder für uns ein bisschen aus der Komfortzone kommen, wieder ein neues Land entdecken und so. Also kann es wirklich nur empfehlen. Machst sehr viel Werbung dafür jetzt Lena, für das Lena, ich muss Visum. jetzt dich ansprechen, weil irgendwie, meine, ich bin eher wie Gary und du wirkst, als ob du einen wirklichen Plan hast. Das heißt, was Budget betrifft, was Fahrzeuge betrifft, was auch das dang, kommt's raus. Das heißt also, ich glaube, möchte gerne mal von dir wissen, was glaubst du, wenn ich jetzt nicht die weitere Reise mache, so ein Jahr oder sowas rüber mache, was glaubst du, was ist ein sinnvolles Budget, wenn man irgendwie sowas macht? Also, dass man sagt, ich brauche irgendwie so ein bisschen Rücklagen, ich muss irgendwie so, ich möchte mir vernünftig ernähren, Sprit bezahlen, ich möchte die ganzen Kosten für Überfahrt haben. Hast du da so eine Idee? Oh, das ist eine spannende Frage. Habe ich mir tatsächlich so gar nicht Verdammt, auch einen Gary. großen Kopf gemacht bei mir. Nee, aber ich habe, glaube ich, mal gehört, dass man sagt, man soll, wenn man eine Weltreise macht, ca. 1000 Euro pro Monat für sich selber einrechnen. Und ich glaube, das würde wahrscheinlich schon ganz gut funktionieren. Also von den Haltungs- oder Lebenshaltungskosten hier in Neuseeland, tanken ist überraschend günstig. Also wir haben hier letztens irgendwie für 73 Cent oder so getankt, Super. den Diesel. Das ist schon spannend. Einkaufen ist teurer in gewisser Weise, zumindest oder zumindestens sehr saisonal, wenn man so sich Gemüse anschaut. Das ist sehr spannend, weil zum Beispiel jetzt im Winter, also bei uns ist ja gerade noch Winter und geht bald in den Sommer, Frühling, Sommer über, hat eine Gurke teilweise 6, 7 Dollar gekostet, also irgendwie 4 Euro. Also das ist ja schon eine Ansage, während man 5 Avocados, die in Deutschland ja unglaublich viel kosten, irgendwie für 3 Dollar Ja, bekommt. dann Also hat man irgendwie immer, 5 wahrscheinlich muss Avocados man seine hört sich Ernährung so ein bisschen wenig. umstellen und anpassen, ne? Dass man irgendwie sagt, so, wir gehen dann wirklich mit der Saison. Ist ungewohnt möglicherweise, aber Absolut. ja, okay. Aber auch mal gut. Also ich finde es eigentlich vom Ansatz sehr, sehr gut. Aber da merkt man schon irgendwie einen Unterschied. Also du sagst jetzt Aber ich irgendwie glaube, dass man. 1000 Euro am Tag, so kommt man über die Runden. Man wird jetzt keine großen Sprünge machen können. Da kommt ja wahrscheinlich nochmal irgendwie so Reparaturen irgendwann dazu. Ein bisschen Puffer sollte man wahrscheinlich auch noch haben, so für irgendwas Größeres. Und dann kommt man Ja. hin. Aber ein bisschen mehr wäre immer gut. Okay, das heißt so ein bisschen Ja, sparen, ein ich denke schon. bisschen, dann kriegst du es hin. Also euer Ding ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes. Mit Wagenkauf plus Verschiffung, das kostet nochmal ein bisschen mehr. Vor allem die Rückreise dann ja auch nochmal, theoretisch. Also wenn man sagt, so, ich möchte den deutschen Wagen noch wieder zurückbringen oder man verschrottet ihn da. Ja. Ja, was man schon sagen muss, also wenn man nicht im Van unterwegs ist, ist das Ganze auch nochmal teurer. Und Unterkünfte sind hier unglaublich teuer. Also ich glaube, für unser Hotel oder Airbnb am Anfang haben wir für eine Woche 400 Euro gezahlt oder so. Also das ist schon, Ja, dann ist. also schon einiges Also, oder sogar noch mehr. aber das ist gut, dass du das sagst oder dass ihr das irgendwie auch nochmal ansprecht, was die Lebenshaltungskosten betrifft. Und dann könnte die Rechnung mit dem eigenen Wagen wirklich gut hinkommen, ne? Also wenn man sagt, so, man bleibt ein bisschen länger hin, man hat günstige Stellplätze, Sprit ist günstig und dann hast du weniger als 400 Euro im Monat, Alter. Definitiv, klar. Also was wichtig oder Oder was in der ein Woche. guter Punkt nochmal ist, was du ansprichst, gerade hier in Neuseeland ist das Wildcampen oder hier heißt es Freedom Camping ein extrem gutes Mittel. Also die Infrastruktur hier für Freedom Camping ist unglaublich gut ausgebaut, oder wie würdest du es sagen? Absolut. Also Neuseeland guckt einfach darauf, dass Leute mit dem Camper einfach sich auch hinstellen können, entweder in Naturreservate oder auch auf Parkplätzen in Städten dann, die dann extra auch für Camper reserviert sind. Also die dürfen dann einfach umsonst übernachten und da darf sich auch niemand anderes oder so hinstellen.
Und ja, auch wenn man auf, ich sag mal, private Campingplätze geht, ist es nicht super teuer, was noch ein super Mittel ist, wenn man auch mal ein bisschen länger wo stehen will, weil diese freien Campingplätze sind meistens zeitlich limitiert. Da darf man vielleicht eine, zwei, drei Nächte stehen. Ist ja schon mal gut. Und genau, das ist schon mal gut. Aber wenn man jetzt sagt, okay, ich will, kann jetzt gerade einfach nicht mehr fahren, ich will nicht mehr, braucht man eine Woche irgendwie Ruhe oder so. Dann ist wirklich ein großer Tipp vom DOC, Department of Conservation. Das ist sozusagen der Naturschutz hier von Neuseeland, das Umweltministerium. Und die bieten Campingplätze meistens ein bisschen in Remote Areas, also ein bisschen weiter draußen And the und reserves. genau in Reserves. Und da kann man dann auch eine Woche oder länger stehen, auch für einen wirklich schmalen Taler, wenn Super. man sich noch vorher so einen Pass holt. Der kostet, glaube ich, $200 fürs Jahr. Ach, wunderbar, ist Und nix. dann kann man da kostenlos eigentlich draufstehen. Klasse. Und die sind super schön. Du hast da alle sanitären Anlagen. Also wirklich ein guter Tipp Ja, ich. fürs Campen dann auch hier. Ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt in diesem halben Jahr nur 5 Nächte tatsächlich bezahlt irgendwo standen. Also Super. für alle restlichen Nächte haben wir keinen Euro gezahlt und das ist schon ziemlich, ziemlich gut. Aber das ist, glaube ich, die Rechnung, die man zum Schluss machen kann. Ne? Also, was heißt, also ein bisschen mit wachem Auge, sowas, klar ist teuer, der Anschub ist teuer, aber dann vor Ort günstig. Und andersrum wäre es dann möglicherweise nur der Flug, aber dafür habe ich dann dort sehr hohe Kosten. Und diese Rechnung muss man natürlich individuell angucken. Aber beim Jahr, glaube ich, kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass sich das dann irgendwann mal tatsächlich rechnet. Ich gratuliere euch total zu eurem Plan, den ihr da gerade umsetzt. Das ist eine tolle Sache. Das ist ein Once-in-a-Lifetime-Ding, was ihr da macht. Das ist etwas, was man, glaube ich, irgendwie nicht irgendwie in 10 Jahren nochmal machen kann. 3 Jahre Auszeit nehmen oder was weiß ich, wie lange ihr dann weg seid und irgendwie auch das zu finanzieren und irgendwie gucken und Content zu kreieren. Das ist schon geil. Ich drücke euch so die Daumen, dass ihr nur tolle Erfahrungen sammelt und irgendwie ja, schöne Begegnungen habt und dass der Wagen hält vor allen Dingen und die Lichtmaschine jetzt auch durchhält. Also da wünsche ich euch auf jeden Fall ganz, Danke. ganz viel Erfolg und ganz viel Glück. Und vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und mir einen Blick in euer ja, kleines Reich erlaubt habt. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass wir da sein durften. Ja, und vielen, vielen Dank für die Einladung. Camperman, Würdest du das machen? 12K? Einfach mal so investieren für so Ja, ein ich muss Auto? sagen, ich bin da auch ein bisschen in meinem Stuhl nach unten gerutscht, als 12.000 Euro genannt wurden. Was ich viel cooler finde, ist, ich finde es immer so herzerfrischend, wenn es so zwei Soulmates gibt, die so ein Ding zusammen durchziehen. Weil ich merke das so bei mir, es gibt so manchmal so Sachen, die macht man nicht mehr, weil man sich zu viele Gedanken macht, weil man auch schon Sachen erlebt hat. Und das ist genau wie dieser Podcast mit dir hier. Alleine weiß ich nicht, ob ich fast 180 Folgen gemacht hätte, aber dadurch, dass man sich gegenseitig auch immer wieder begeistert und neugierig macht. Und das finde ich bei den beiden so geil. Die klingen so ein bisschen abgeklärt, aber ich kann mir so richtig vorstellen, wie die dann so mit glänzenden Augen über die fahren und sagen, wollen wir nicht dahin und dies und das, das ist nicht geil. Was ich spannend finde, ist, dass das immer noch klappt, also auch wenn mal was nicht rund läuft. Ne? Also wenn die sagen so, hey, verdammt, das Budget wird jetzt doch ein bisschen mehr beansprucht oder sowas und da noch trotzdem zu sagen, komm, wir kriegen das hin, wir machen das, wir wollen es trotzdem gemeinsam machen und sind immer noch zusammen offenbar und das finde ich schon toll. Was ich auch total abgefahren finde, ist, und das braucht man, glaube ich, auch für so eine Reise, eine gewisse Art von Abgeklärtheit und ein bisschen Naivität. Die Naivität treibt dich an den Ort, aber die Abgeklärtheit bringt dich dann auch durch. Also dieser Realismus, den sie da auch an den Tag legen, zu sagen, ja, wenn es die Kohle ausgeht, dann arbeiten wir halt. Dann ist das aber nicht irgendwie eine Ohnmacht, Nee. sondern dann ist es ein weiterer Plan, der dann umgesetzt wird. Ich muss sagen, also ich will jetzt so eine 3-jährige Reise nicht nochmal machen. Das war schon gut, aber das würde ich nicht nochmal machen wollen. Aber ich bewundere es tatsächlich, so mit dieser Zeit Länder zu bereisen. Das ist schon toll. Also, dass du da nicht irgendwie sagst, ich mache jetzt mal 6 Wochen in Neuseeland und fahre nach Hause und wow, tolle Eindrücke, habe in dieser Zeit ganz viele tolle Fotos gemacht und davon zehre ich, sondern die haben Zeit, sich da auch einzulassen drauf, irgendwie mal irgendwo auch länger zu bleiben, so dass sie mal ein paar Wochen an einem Ort sind und dich so ein bisschen mitreiben zu lassen, nicht auf dieser Backpacker-Route immer mitfahren müssen. So. Und das ist schon toll. Also, das beneide ich auch ein bisschen, so dieses
mit dieser Zeit da das Land zu entdecken und dann auch möglicherweise arbeiten zu können und dadurch auch wieder ganz andere Kontakte zu den Leuten haben. Ich habe gefragt, ich habe die beiden ja gefragt, aber dafür bin ich dann doch zu alt, weil dieses Work and Travel kriegst du ja nur bis Anfang 30. Das hast du dann auch wirklich ein Jahr lang da auch wirklich die Möglichkeit, das zu arbeiten. Da müsste man sich ein richtiges Visum besorgen oder ein Arbeitsvisum besorgen oder sowas komplizierter, wenn ich das machen wollen würde. Das ist toll. Also das ist der einzige Grund, dass ich es manchmal schade finde, dass ich nicht mehr Anfang 30 bin. Wirklich der einzige Grund, weil diese Möglichkeiten habe ich halt nicht mehr. Aber es ist toll. Ich freue mich für die beiden. Ich finde das super. Ich glaube, wir werden vielleicht auch die Gelegenheit haben, nochmal so eine Zwischenmeldung zu kriegen vom nächsten Transfer auf den nächsten Kontinent. Also finde ich spannend. Ich wünsche denen alles Gute. Ich mache mir ehrlich gesagt gar keine Sorgen. Die klingen sehr pleatsch und sehr, sehr da. Also ich glaube, das wird ein Erfolg. Und wer 12.000 bezahlt, damit man mit seinem eigenen Auto da runterfährt, mit den ganzen Komplikationen, Zoll und ne, also nicht verzollen und dies und das, interessant. Also ganz ehrlich, wir kennen das ja, ne? Wenn Leute in Urlaub fahren, länger in Urlaub fahren oder auch mal ein Jahr Au-pair oder Ausland, was auch immer, dann kaufst du dir drüben halt eine Karre. Wir hatten ja auch mal Carsten bei uns im Interview, der ja ausgewandert ist für ein Jahr nach Norwegen, der dann auch gesagt hat, das macht gar keinen Sinn, einen Benziner in ein nördliches Land wie Norwegen mitzunehmen, weil du eine Art von Abgassteuer darauf zahlst, also schon Schmerzensgeld, dass du die Umwelt versaust, dass sich das nicht lohnt und dass du da eigentlich einen E-Golf oder einen Tesla fahren solltest oder besser kannst. Ne? Aber dieses mit dem eigenen Auto darüber fahren. Und darum, also was Carsten jetzt ja auch sagte oder was die beiden auch gesagt haben, das ist auch echt mal ein Learning, sich vorher damit beschäftigen, welche Fahrzeuge da normal sind. Also für welche Fahrzeuge bekomme ich Ersatzteile, was kann repariert werden, ne, und solche Sachen. Das ist schon wirklich etwas, was man auch nochmal mit bedenken darf. Auf jeden Fall. Also ich könnte mir aber auch ganz gut vorstellen, mit meinem Bussi, also darüber zu fahren. Aber ich glaube, ich würde es anders machen. Also ich glaube, ich würde einen anderen Plan fahren, nur das hatten wir auch im Vorgespräch kurz. Du weißt ja nie, was mit der Karre ist. Und du hattest ja nun auch ein bisschen Probleme mit deinem Vorgängerauto. Ja. Man weiß halt nicht, jeder baut irgendwie für sich und ist dann happy damit, aber das muss ja nicht allen gefallen, wenn du denn da so ein Wohnmobil, du willst ja auch nicht so ein seelenloses Ding. Also ja. Ja, und dass man sich die 12.000 dann auch irgendwie schön zurechtreden muss, also jetzt nicht böse gemeint. Nee, aber guck mal, ja. Wir waren jetzt ja in so einem Leihwagen, waren wir in Irland unterwegs und das ist geil, weil du ein bisschen Platz hast. Auf der anderen Seite ist es eben halt auch nicht unser Wagen gewesen. So. Und das ist irgendwie... Nee, Hauptsache, er war groß. Er war groß, in dem Moment war das alles fein für eine kurze Zeit, aber ja. Irgendwie war für mich was ein seelenloses Nutzfahrzeug. So. Total. Weißware, praktisch, ausgestattet, genau. Gut zu fahren, Fiat. Von Bankcampers. Ach, das war geil. Ja. Ach man. Ich glaube, ich habe auf jeden Fall Lust bekommen, selber noch mal ein bisschen weiter zu denken, was meine nächsten Reisen betrifft. Also das kann ich mir gut vorstellen. So nochmal. Jetzt ist ja auch die Jahreszeit. Ist so. Man zieht sich zurück, guckt sich irgendwelche YouTube-Videos an oder liest einen schönen Reiseführer und denkt sich so, ach komm, wollen wir nicht mal. Ja, ja. Ich glaube, ich werde mir wieder ein Buch holen. Ich werde mir wieder Reiseberichte lesen vom langsamen Reisen. So am besten zu der Zeit, als es noch nicht dieses Internet gab und solche Sachen. Ich glaube, ich lese mal die Reisegeschichten von Mark Twain. Da habe ich wieder Bock drauf. Das habe ich lange nicht gemacht. Und der wird mir ein bisschen erzählen, wie das langsame Reisen funktioniert. Finde ich gut. Okay. Damit wir jetzt nicht noch langsamer werden und ihr alle da draußen einschlafen, kannst du ja nächste Woche mal erzählen, mit welcher Geschichte du da unterwegs bist. Und wir hören uns Donnerstag. Vielleicht sind dann auch wieder ein paar mehr dabei. Vielleicht ist Reinhard wieder dabei oder Nadine. Nadine hat sich ja kurzzeitig nochmal in sehr südliche Gefilde verabschiedet. Sie hat es gegönnt. Aber dazu dann mehr, wenn sie wieder da ist. Genau. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr uns noch folgen möchtet, könnt ihr das sehr gerne tun bei Instagram. Das wisst ihr auch, The Camperman. Und was Gerd letztes Mal auch schon gesagt hat, wir sind immer dankbar, wenn wir eine Kritik, Anregung, vielleicht auch einen Daumen hoch oder ganz viele Sternchen bei den Streamingdiensten, über die ihr uns jetzt hört, bekommen. Und ja, bleibt uns treu. Kommt gut durch den Herbst und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.